Dieses Jahr können wir tüchtig feiern. Ein Jahrzehnt Tele Zürich. Herzlich willkommen zum schonungslosen Rückblick. Wie hat sich unser Fernsehen seit dem Start verändert? Wer die Bilder von den Anfang kennt, weiss sehr. Am Weg vom belächelten Kleinsender zur beachteten Stimme von Zürich widmet mir unsere Jubiläumsserie «Heute im Fokus – Zürich News». Im Archiv gewühlt haben Serge Wolgensinger und Mario Notaris. Das ist Tele Zürich, das Fernsehen von Zürich. Montag, 3. Oktober, das ist zum allerersten Mal Tele Zürich. Guten Abend miteinander. Angefangen hat alles mit der Vision von Roger Schawinski, das Zürich Fernsehen zu machen. Und zwar nach amerikanischem Vorbild. Und darum hat er im Sommer 1994 den amerikanischen Fernsehguru Michael Rosenblum eingeflogen. Ich kann mich noch gut erinnern an einen Satz, wo er gesagt hat: In 10 days you can bury those guys from State TV. Also in 10 Tagen könnt ihr die Leute vom Schweizer Fernsehen beerdigen. Ihr seid so gut. Und wir haben das alle geglaubt, natürlich. Wir sind 100% überzeugt, dass wir die Besten sind. Vor allem viel besser als die SRG. Zu den Nationalen. Moment. Ich muss noch schnell etwas sagen. Du hast die erste Sendung moderiert, Daniela. Bei Tele Zürich ist man überzeugt, ein super Produkt zu haben. Und das, obwohl die Bilder unscharf und verwackelt sind und die Leute, die man interviewt, mal oben, mal unten, mal links, mal rechts angeschnitten sein. Die erste Woche Tele Zürich ist vorbei. Wie fühlst du dich? Das ist eigentlich noch gut gegangen, muss ich schon sagen. Das sieht man am nächsten Tag ein bisschen anders. Die Beiträge sind halbprofessionell bis schlecht. Sie sind konventionell gemacht. Der Ton ist häufig daneben. Die Leute sehen relativ grausam aus. Und es ist halt brav und konventionell. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon zum 10. oder zum 100. Mal gesehen, so eine Sendung. Und auch die Zuschauer sind alles andere als überzeugt von Tele Zürich. Für mich sind sie so abgeklatscht. Es ist etwas und doch nicht richtig. Uneingeschränkt positiv aufgenommen worden, ist eigentlich nur das Bild von der Hartbrücke immer vor den News. Standbild finde ich super. Das ist eine gute Idee. Wenn ich jetzt immer aufstehe und dann schaue ich immer Tele Zürich, wenn sie so die Autos durchfahren. Auf der Tele Zürich Redaktion arbeitet man unbeirrt weiter. Unfall, Sex, Sport und vor allem immer möglichst nachgetroffen sein. Am Image ändert sich aber vorerst nicht viel. Was ist Tele Zürich? Das ist eine Fernsehzeitung von der Zürichwoche, glaube ich. Kennt das nicht? Ich habe noch nicht viel gehört von diesem Sender. Es war ein unglaublich schlechtes Image. Wir haben nur geflucht über das Fernsehen, wo schlechte VJs, schlechte Bilder, schlechte Töne gemacht werden. Ich musste mich schon fast ein bisschen schämen, um zu sagen, ich könnte dort arbeiten. Der Zusammenhalt im Team untereinander war dafür umso grösser. Immer wieder angespannt vom unermüdlichen Roger Schawinski. Guten Abend, herzlich willkommen am Mittwoch, 24. Januar, heisst sie Daniela Lager. Tele Zürich, ihres Zürcher Fernsehen. Das sind News vom Tag. Kurz vor der 5 ist dann der Brand richtig ausgebrochen. Die pasteurisierten Eier hingegen müssen nach 13 Tagen fortgeschossen werden, weil dann das Datum abgelaufen ist. Das finde ich schade. 13.00, der Anklagte Victor Damann nicht vorbestraft, auf dem Büsserbänkli. Hast denn du die Skinheads im Hotel Schöffli mit deinen eigenen Augen gesehen? Weil der todverschrochene Bootsführer mit seinem leckgeschlagenen Schiff Richtung Hafen gefahren ist. Auch wenn das nicht ganz ungefährlich ist. Für Tele Zürich, der Toni Bünter. Tele Zürich entwickelt sich von Beitrag zu Beitrag, von Monat zu Monat. Verreisen Sie aber schon. Wieso? Sie können nicht einfach da Leute ausfragen. Wir sind journalistischer geworden. Also wir haben plötzlich gemerkt, dass Fernsehen machen heisst nicht nur etwas filmen, sondern auch einen Inhalt transportieren, eine Aussage transportieren, kritische Fragen stellen, versuchen Antworten zu geben. Tele Zürich testet Sicherheitsmassnahmen. Die Säcke stehen da, wie bestellt und nicht abgeholt. Und plötzlich hat man das kleine Tele Zürich ein bisschen angefangen ernst zu nehmen. Zum Teil hat man es immer noch belächelt, das ist klar, aber man hat es auch angefangen ernst zu nehmen. Vor den Augen von ihren leidprüften Eltern wird dem Gerichtssaal klar, dass Strafvollzugs- und Justizbehörden beim gemeingefährlichen Täter Howard versagt haben. Nur knapp kann ein totaler Zusammenstoß zwischen rechts und links auf der Straße verhindert werden.
und während Stunden Gefahr von einer Explosion mit katastrophalen Folgen. Dann immer mehr mit Abstimmungssendungen, mit Regierungsrats-, auch Nationalratswahlen. Und wenn etwas Grösses passiert ist, dass wir mit der ganzen Kiste, wie wir sagen, vor Ort sind und live gesendet haben, das hat sicher für ein positives Image und für Anerkennung gesorgt. Und dann, 3 Jahre nach dem Start, ist Tele Zürich wirklich etabliert und akzeptiert. Ich muss sagen, ich mache eure Sachen gut, ich schaue es gerne, es ist gut präsentiert. Seine Bedeutung liegt darin, dass es ganz direkt auf Vorgänge in der Stadt eingeht. Spannend, interessant, sehr up-to-date. Der Roger Javinski aber hat schon wieder neue, ehrgeizige Pläne, Tele 24. Für das ganze Team heisst es, die Aufbauarbeit fährt von neuem an. Und Tele Zürich wird in einem Containerdörfli produziert. Das war ein wunderbares Arbeiten. Wenn es geregnet hat, hat es so laut gedöckelt aufs Dach vom Regen, dass man gar nicht mehr Beiträge vertonen konnte. Wenn es schön war, war es genau das Gegenteil. Dann haben wir grillieren. Es hatte einen Grill. Es war eigentlich Camping-TV, das wir dort gemacht haben. 3 Jahre lang steht Tele Zürich im Schatten von Tele 24, wo im Herbst 01 die höchsten Zuschauerzahlen erreicht. Schlag auf Schlag, zuerst 11. September, nachher hinten 3 Grad Zug, der sehr auch psychisch mich selber vor Ort mitgenommen hat. Gerade darauf aber dann Gotthard, dann das Grounding von der Swissair, plus noch der Flugzeugabstoß in Bassersdorf, wo wir auch eigentlich wirklich ganz nah an der Sache gewesen sind. Das Ende dieser schwarzen Serie ist gleichzeitig auch das Ende von Tele 24. Am 30.11. stellt Roger Javinski sein nationales Fernsehen ein. Jetzt muss sich eine reduzierte Crew mit Tele Zürich auf die alten Werte zurückbesinnen. Ich finde das eine tägliche Challenge. Ich finde das ein hervorragendes und hochinteressantes Gebiet. Kommt natürlich dazu, dass man auch grosse Ereignisse nationaler Bedeutung, z.B. bei der Bundesratswahl, sehr intensiv darüber berichten. Es muss also sein, der Alltag aus Zürich und das Allerwichtigste national und international. Nach fast 10 Jahren hat man das Schweizer Fernsehen zwar immer noch nicht ganz eingeholt, Tele Zürich ist aber heute eine feste Grösse in der Schweizer Medienlandschaft. Das ist so, das kann ich offen sagen. Man schaut, was Tele Zürich macht und man nimmt das zur Kenntnis und man nimmt das durchaus auch ernst. Es wird wahrgenommen, es wird auch wahrgenommen als journalistische Stimme, absolut. Ich denke, heute gehört Tele Zürich zu der Fernsehlandschaft. Ach was, hören wir auf abonnieren, schauen Sie selber. Start in wenigen Minuten, gute Unterhaltung und ein schönes Wochenende. Ja, morgen richten wir den Skiwerfer auf die Sendung, die seit 10 Jahren eine Plattform bietet, zum Brüllen, Streiten, Jammern und Auspacken, wie es tagtäglich das Gesicht verändert hat im zweiten Teil unserer Telezüri Jubiläumsserie. Heute zu Gast im Tagtäglich die Fernsehlegende Kurt Felix, die Bilanz von 2003 zieht. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderbaren Neujahrsabend, viel Spass und schalten Sie morgen wieder ein. Bis dann.